Kennst du schon den Ruski-Toy? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Der Ruski-Toy, auch russischer Toy genannt, ist eine unbekanntere Hunderasse, welche ihren Ursprung aus Russland hat. Dieser kleine Hund ist ein Familienhund, welcher stets fröhlich ist und für eine gute Stimmung sorgt. Charakter und Merkmale des Ruski-Toy. Der Ruski-Toy hat seinen Ursprung in Russland. Diese Rasse gehört bei der FCI zur Gruppe 9 und somit zu den Gesellschafts- und Begleithunden. Das Fell kann die Farben schwarz, braun oder blau haben. Je nach Züchtung kann das Fell lang oder kurz sein. Es liegt dicht am Körper an und hat keine Unterwolle. Im Ruski-Toy steckt ein kleiner Terrier. Das merkt man direkt an seiner temperamentvollen Art. Besonders im jungen Alter sind die Ruski-Toys sehr wachsam, lebhaft und frech. Hinzu kommt ein hoher Bewegungsdrang und eine spielerische Art. Der Ruski-Toy möchte viel und gern beschäftigt werden. Die Hunde können zu Herrchen oder Frauchen eine enge Bindung aufbauen. Grund dafür ist meistens sein unbändiger Drang nach Beschäftigung. Damit eignet sich der Ruski-Toy besonders für Menschen, die alleine leben und Unterhaltung wollen. Ebenso ist der Hund für Familien mit Kindern geeignet, denn diese Rasse mag es besonders gern zu spielen. Wenn der Ruski-Toy jedoch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dann wird er schnell zum ungeselligen Gefährten. Ein lebhaftes Bellen sorgt für Stress und kann auch in Kontakt mit anderen Hunden für Probleme sorgen. Gleichzeitig kann der Ruski-Toy aber auch innige Hundefreundschaften schließen. Sie finden schnell neue Spielgefährten. Gerade im Welpenalter ist es wichtig, den Ruski-Toy gut und mit klaren Strukturen zu erziehen, um das Temperament des Kleinen bändigen zu können. Mit einem gewissen Maß an Disziplin lässt sich der Hund aber sehr gut erziehen, auch wenn dieser Kobold geradezu gierig darauf ist, sein Herrchen oder Frauchen zufriedenzustellen, steckt in seinem Herzen immer noch ein Terrier. Deswegen kann er, wenn er nicht konsequent erzogen und trainiert wird, auch ganz schön stur werden. Der Ruski-Toy ist auch ein Hund, der gerne einmal auf die ein oder andere Unternehmung mitgenommen werden möchte. Für ihn bedeutet sowas Spaß und er kann sich austoben. Auch der Besuch der Hundewiese ist gut für den Ruski-Toy, damit er seinen Bewegungsdrang ausleben kann. Die richtige Ernährung des Ruski-Toy. Der Ruski-Toy hat hinsichtlich der Ernährung keine besonderen Ansprüche. Das Futter sollte jedoch alle wichtigen Nährstoffe, die ein Hund benötigt, enthalten. Zudem sollte der Ruski-Toy das Futter mögen. Wichtig ist es, dass das Futter immer auf das Alter und die Bedürfnisse des Hundes abgestimmt ist. Da der Ruski-Toy ein sehr aktiver Hund ist, kann es auch ein Futter sein, welches für aktive Tiere geeignet ist. Im Welpenalter sollte nur Futter für Welpen gegeben werden. Im Erwachsenenalter sollte die Ernährung umgestellt werden. Wenn der Hund dann älter und weniger aktiv ist, kann auch ein Seniorenfutter gegeben werden, welche die entsprechenden Nährstoffe enthält. Bei der Fütterung muss stets auf die Kalorien zuvor geachtet werden, denn manche Ruski-Toys neigen zu Übergewicht. Das gilt auch für die zusätzliche Gabe von Leckerlis. Auf Essensreste muss hingegen ganz verzichtet werden. Jeder Hund ist individuell und nicht selten kommt es vor, dass manche Futter mit der Allergien entwickeln. Die Pflege des Ruski-Toy. Alles im Allem gilt der Ruski-Toy als ein pflegeleichter Hund, welcher insgesamt nur wenig Ansprüche hat. Je nach Züchtung kann die Fellpflege etwas intensiver ausfallen. Bei der Variante mit kurzem, glatten Fell stehen wenig Pflegearbeiten an. Wöchentliches Bürsten reicht hier vollkommen aus. Gelegentlich kannst du sie auch mit einem milden Hundeshampoo baden. Somit bleibt das Fell von abgestorbenem Haar und schuppiger Haut frei. Bei der langhaarigen Rasse ist das tägliche Kämmen ein Pflichtprogramm. Zu Zeiten des Fellwechsels verliert der Hund hin und wieder einige Haare. Mit regelmäßigen Kämmen kannst du dem entgegenwirken. Diese Rasse sollte monatlich mit einem hochwertigen Hundeshampoo gebadet werden. Zur täglichen Pflegeroutine gehört auch das Reinigen der Augen. Mit einem feuchten Tuch müssen die Augen täglich von der getrockneten Tränenflüssigkeit befreit werden. Andernfalls können Infektionen oder Krankheiten entstehen. Auch müssen die Haare um die Augen herum regelmäßig geschnitten werden, damit sie die Augen nicht stören. Die Ohren müssen auch regelmäßig kontrolliert werden. Für die Reinigung der Ohren kannst du einen Spezialreiniger verwenden.
Dabei muss auch stets kontrolliert werden, dass sich keine Kranne oder Milben in den Ohren befinden. Wie bei vielen Hunden der Mini-Rasse neigt auch diese Rasse zu Zahnstein, das sich ungefähr mit einem Alter von einem Jahr anfängt zu bilden. Deswegen solltest du frühzeitig mit der Zahnpflege beginnen. Passendes Zubehör für den Husky Toy. Mini-Hunde wie der Husky Toy haben einen empfindlichen Halsbereich. Deswegen solltest du ihm eher eine Hundeleine mit Geschirr anschaffen. Ein Halsband könnte für seinen sensiblen Hals zu grob sein. Zu Hause sollte das Geschirr abgelegt werden. Natürlich sollte er einen geeigneten Futter- und Wassernapf haben. Ein Kuschelplatz mit Hundebett sollte auch nicht fehlen. Da der Husky Toy als ein sehr verspielter Hund gilt, freut er sich an jedem Spielzeug. Apportieren gehört nicht gerade zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Dennoch kannst du ihn mit Leckerlis für neue Übungen animieren. Zum Zubehör eines Husky Toys gehören auch verschiedene Bürsten und Kämme, um eine ordentliche Fellpflege ermöglichen zu können. Insbesondere Bürsten, die seinem Fell zusätzlichen Glanz verleihen, sollten nicht fehlen. Für die Zahnpflege ist eine entsprechende Zahnbürste und Zahnpasta notwendig, da er zu Plaque neigt. Im Winter ist auch ein Wintermantel eine Empfehlung, da der Husky Toy keine dicke bzw. keine Unterwolle hat, die ihm direkt am Körper wärmt. Herkunft und Geschichte des Husky Toy. Die Geschichte der russischen Toys begann zu Anfang des 18. Jahrhunderts, als englische Toy Terrier nach Russland kamen. Sie wurden mit der Zeit insbesondere in der adligen Gesellschaft sehr populär. Die Mini-Hunde wurden wegen ihrer geringen Größe und Lebhaftigkeit bewundert. Es galt als besonders stilvoll, mit diesen kleinen Wegbegleitern in gesellschaftlichen Veranstaltungen oder in der Oper zu erscheinen. Sie galten sozusagen für die obere Klasse der Gesellschaft als ein lebendiges Accessoire. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten diese Toy-Terrier sich schon längst zu einem Statussymbol weiterentwickelt. Sie hießen auch nicht mehr Toy-Terrier, sondern Husky Toy. Die russische Revolution in 1917 führte jedoch dazu bei, dass diese Rasse wegen ihrem Statussymbol beinahe ausgerottet wurde. Nach dem Tod Stalins hatte die Rasse wieder Fuß gefangen und wurde in den 1950er Jahren wieder gezüchtet. Die für die Zucht verwendeten Hunde hatten fast alle keinen Ahnentafel und waren nicht reinrassig. Von diesem Augenblick an ging die Rasse in Russland seinen eigenen Weg und trennte sich von der englischen Rasse. 1958 passierte etwas Ungewöhnliches und es wurde eine Rüde mit langen Fransen geboren. Mit diesem Welpen entstand die langhaarige Art dieser Rasse. Die Eltern waren zwar beide glatthaarig, aber eines der Hunde hatte etwas längeres Haar. Dieser Rüde wurde danach mit einer Hündin gepaart, die auch etwas längeres Haar hatte. Somit entstand die Langhaarversion der Husky Toys und wird auch Moskau langhaariger Toy Terrier genannt. 2006 wurde die Husky Toy mit der Varietät Langhaar und Glatthaar von der FCI als Rasse anerkannt. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen Husky Toy oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.